bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Jetzt bin ich in Spanien gelandet. Also ich bin jetzt erst von Baden-Baden nach Malaga geflogen und muss jetzt noch auf den Bus warten, der mich dann nach Granada bringt. Und der kommt jetzt in einer halben Stunde und jetzt sitze ich hier auf so einer Bank und es ist super warm schon. Ich freue mich. Forever free. Guten Morgen aus Granada. Wo soll ich anfangen? Ich fange mal gestern an. Also gestern bin ich hier angekommen und ich war so fertig, wirklich, ich war so müde. Aber ich bin dann ins Hostel gekommen und habe mein Zimmer bekommen und alles und das hat auch gut funktioniert. Und ich weiß gar nicht mehr, was ich dann alles gemacht habe. Ich habe erstmal noch überlegt, ob ich jetzt dann noch zur Uni gehen muss, weil ich muss ja noch mein Learning Agreement unterschreiben lassen. Und das wollte ich eigentlich gestern noch machen, aber das hat dann nicht mehr geklappt. So, ich bleibe jetzt mal einfach hier stehen. Ich war einfach zu fertig und die hatten keine offenen Stunden mehr. Also die hatten halt schon geschlossen und keine Sprechzeiten mehr. Und deswegen habe ich das dann gestern nicht mehr gemacht. Habe dann ein bisschen geschlafen. Und dann... gestern war dann noch so ein erstes Treffen. Genau, gestern hat die O-Woche angefangen. Und da war so ein erstes Treffen mit den ganzen Erasmus-Leuten. Und dann sind wir dahin, wir waren über 100. Es waren so viele Leute hier einfach. Und dann sind wir so ein bisschen durch die Stadt gelaufen. Die ist so süß, wirklich. Die ist so, so goldig. Ich könnte einfach so ein paar Bilder einblenden. Oder ich zeige euch das irgendwann anders noch. Aber ihr seht ja hier hinter mir, ich bin in so einer kleinen Gasse. Und solche gibt es ganz arg viele. Genau, und dann waren wir abends noch in einer kleinen Bar und haben noch Paella gegessen und ein bisschen was getrunken und das war dann auch schon mal schön. Also man findet auf jeden Fall richtig schnell Leute kennen. Man findet Leute kennen? Nein, man lernt Leute kennen, so rum. So, und jetzt muss ich mal gucken, wo es jetzt lang geht. Ich glaube hier hoch. Ja, jetzt gehe ich nämlich wirklich zur Uni und muss noch dieses dumme Formular jetzt unterschreiben lassen, damit die das endlich jetzt mal haben in Deutschland. Das liegt mir so im Nacken schon die ganze Zeit. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Aber das muss jetzt halt noch gemacht werden. Ich glaube, das Licht ist gerade richtig schlecht. So, um es bessern. Genau, und dann gehe ich einfach noch so ein bisschen in der Stadt rum. Und gehe dann noch auf Wohnungssuche, weil ich ja im Moment noch im Hostel wohne und ja aber noch eine WG brauche. Also das steht auch noch auf dem Plan. Mal gucken, wie weit ich heute dann komme. Okay, das war ein kleiner Reinfall. Ich bin jetzt hier oben am Campus und bin mit dem Bus halt hingefahren. Und der ist halt zu. Also nicht das Campus, sondern das Officina. Und jetzt muss ich da morgen nochmal hingehen. Mega nervig. Und die hatten es halt nirgendwo gesagt oder so. Das stand jetzt halt einfach hier in der Tür. Mega dumm. Und jetzt kann ich euch aber noch ein bisschen die Uni zeigen. Also hier geht es natürlich rein. Steht Facultad de las Ciencias de la Educación. So, das ist das Gebäude jetzt von außen. Und dieses Fakultät-Area, wo wir hier sind, heißt Facultad de... oder Campus... genau, so rum was. Das Campus heißt Campus de... del Monasterio de la Cartuja oder irgendwie so. Und Cartuja ist eben das Monasterium, wollte ich schon sagen. Kloster hier im Hintergrund. Was ihr hier seht. Und das ist jetzt hier das Gebäude drin. Die haben das wohl alles frisch gestrichen. Es riecht auch noch mega nach Farbe. Genau. Und da geht es dann jeweils zu den verschiedenen Klassenräumen und da wahrscheinlich und da unten und da
Es ist auf jeden Fall irgendwie schön. Glaube ich, weil die das auch gerade neu gestrichen haben. Leute, ich habe gerade einfach 5 Stunden Siesta gemacht. Ich war so müde. So, jetzt habe ich mich umgezogen und jetzt gehen wir noch was essen. Es ist jetzt auch schon irgendwie 8:30 vorbei, kurz vor 8:45. Und jetzt habe ich Kohldampf des Todes. Und jetzt gehen wir was essen. Mal gucken, was wir finden. Ja, voll. Das finde ich cool, dass es abends so viel los ist und so belebt alles. Geil, ne? Ja. Und das sind unsere Tapas. Cheers. Neuer Tag, neues Glück. Es ist jetzt Donnerstag und ich probiere es jetzt nochmal mit dem Learning Agreement. Geht es nochmal zur Uni hoch und dann hoffe ich mal, dass ich das heute endlich über die Bühne bekomme. Das Gebäude steht schon mal. Mal gucken, ob das Büro heute offen hat. Leute, ich sag's euch, ich krieg hier noch die Krise. Das Office hatte natürlich, also es hatte offen, immerhin. Aber die Frau, die mir das unterschreiben muss, war natürlich nicht da. Es geht erst ab Montag. Das heißt, ich darf da am Montag nochmal hinlatschen. Wobei, am Montag ist sowieso noch so eine Infoveranstaltung. Und dann kann ich da sowieso hin. Und ich krieg auch noch die Krise. Weil dieses Wohnungssuchen einfach so nervenauftreibend ist. Du musst die immer anschreiben und fragen, ob die noch was frei haben. Dann sind super viele Wohnungen einfach schon vergeben. Und es nervt einfach mega. Ich habe gar keinen Bock mehr. Aber irgendwie muss ich halt noch eine finden. Ich kann nicht 4 Monate im Hostel wohnen. Jetzt bin ich auf jeden Fall wieder in der Stadt. Hier, das ist so diese Main-Straße sozusagen. Und die muss ich jetzt so langlaufen und dann muss ich noch zu so einer Infoveranstaltung, die heute Abend ist. Und ich hoffe, dass die einem endlich mal irgendwelche Infos geben. Irgendwelches konkretes, handfestes Informationen, die man irgendwie benutzen kann. Ich drehe hier echt noch durch. Was ich aber zum Beispiel mega, mega süß finde, sind diese ganzen kleinen Gässchen, die es hier gibt. Und dann so süße kleine Balkone. Und das haben die hier voll oft einfach so als Jalousie oder so. Richtig goldig und dann machen die so Pflanzen dran. Das gibt es hier richtig oft. Und was ich auch noch erzählen wollte, gestern waren wir ja noch in der Tapas Bar und in Spanien ist es üblich, dass man immer, wenn man irgendwo in der Bar ist und was zu trinken bestellt, bekommt man immer noch was Kleines zu essen dazu. Das heißt, man bezahlt dann irgendwie 1,80 oder so. Bei uns war es gestern 1,80 für ein Bier. Und dann bekommst du immer noch so was Kleines zu essen dazu. Und dann kannst du dich so von Bar zu Bar hüpfen sozusagen und durchfuttern. Das ist richtig praktisch. Und so schön das Reisen auch ist, es kann auch sehr, sehr anstrengend sein. Das kann ich euch sagen. Vor allen Dingen, es ist halt auch super warm hier. Ich habe jetzt auch gerade wieder so eine Stunde Siesta gemacht. Und du denkst immer so, ja klar, das schaffe ich dann alles irgendwie. 5 Wohnungsbesichtigungen, dann noch die Infoveranstaltung. Es geht schon alles klar, das passt schon alles. Aber es raubt so viel Energie, weil es einfach auch mega viele neue Eindrücke hier sind. Und du lernst neue Leute kennen und alles Mögliche. Und das raubt einfach super viel Energie. Also es macht voll viel Spaß. Ich liebe das voll, aber es ist auch anstrengend. Schaut mal, wie schön die Aussicht von hier oben ist. Wo ist jetzt die Alhambra? Da irgendwo müsste sie sein. Da ist die Kathedrale. Und hier geht's dann hoch in die Berge. Jetzt melde ich euch auch mal wieder zurück
Und ich möchte jetzt den Vlog beenden für diese Woche. Ich werde jetzt auch gar nicht mehr groß erzählen, was die letzten Stunden, Tage passiert ist, wo ich nicht gefilmt habe. Das seht ihr dann alles im nächsten Vlog. Oh, und ich sehe super fertig aus, weil ich bin auch fertig. Ich bin irgendwie ein bisschen angeschlagen und bin jetzt hier gerade noch im Hostelzimmer. Und werde jetzt den Vlog schneiden, den ihr dann jetzt gerade anschaut. Und ich hoffe natürlich, dass er euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns nächste Woche Montag wieder. Und dann erfahrt ihr alles, was jetzt so in den letzten Tagen passiert ist. Bis dann, macht's gut. Tschüssi.